Moin. Endlich ist es geschafft. Die Zigeunersoße heißt nicht länger Zigeunersoße, sondern heißt jetzt Paprikasoße ungarischer Art. Das ist ein, wie ich finde, lange, lange überfälliger Schritt. Und diesem Schritt müssen weitere Schritte folgen. Menschen dürfen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Berufswahl, ihrer Art, wie sie zu leben wünschen. Deswegen fordere ich im Namen des Zentralrats unverheirateter Bauersfrauen und im Namen meiner Eltern, dass das Bauernfrühstück umbenannt wird in Landwirtsfrühstück und dass Gabi Bauer von der Tagesschau auch ihren Nachnamen ändern möge, damit auch wir Bauern endlich hinkommen zu mehr Gerechtigkeit und dass dieser Begriff Bauer aus dem Sprachgebrauch verschwindet, weil sich doch viele, viele Berufskollegen dadurch diskriminiert und veralbert und schlecht dargestellt fühlen. Leute, mal ehrlich, haben wir keine anderen Sorgen in diesem Land, als uns über solchen Scheiß Gedanken zu machen? Ey, also mittelständische Handwerksbetriebe machen Pleite wegen Corona. Landgasthöfe stehen vor dem Aus. 2/3 der Landgasthöfe in Schleswig-Holstein rechnet man, dass die geschlossen werden, dass die dicht machen wegen Corona. Landgasthöfe, die zum Teil der letzte Dreh- und Angelpunkt in einem Dorf sind. Es finden keine Beerdigungskaffees mehr statt, es finden keine Hochzeiten statt, es finden keine Familienfeiern, Geburtstage etc. statt. Nichts, gar nichts. Wird diesen Landgasthöfen irgendwie geholfen? Diese Landgasthöfe, die zum Teil die Struktur in den Dörfern zusammenhalten? Nö. Da sind die paar Euro Corona-Hilfe sind ein Schiss gegen die Löcher, die in den Kassen dieser Gasthöfe zum Beispiel klaffen. Und auch den Handwerksbetrieben, den mittelständischen, die aufgeben müssen, wird nicht genug geholfen. Diese Corona-Beihilfen, zum Teil werden sie ja sogar zurückgefordert, weil sie angeblich ja unberechtigterweise abgerufen worden sind, sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Dieses Land zerbricht in seine Einzelteile. Die Strukturen in diesem Land zerbrechen in ihre Einzelteile. Und wir machen uns Gedanken über Zigeunersoße, über Gendergleichstellung, die ganz bestimmt auch wichtig ist und zum Teil auch ihre Berechtigung hat, über Restaurants, die zum Mohrenkopf heißen, wo der Besitzer ein Farbiger ist, der diesem Lokal auch diesen Namen selbst gegeben hat, über Straßennamen und Ortsnamen, die mit Persönlichkeiten der Zeitgeschichte zu tun haben, wie Hindenburg oder Bismarck. Darüber machen wir uns Gedanken und sehen gleichzeitig sehenden Auges zu, wie unser Land in die Brüche geht. Leute, das kann es echt nicht sein. Wir müssen doch einen offenen Dialog mit der Geschichte haben. Und wenn der Hindenburgdamm Hindenburgdamm heißt, und so heißt er seit fast 100 Jahren, dann soll er verdammt nochmal auch weiter so heißen. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, mit der Person Hindenburgs in der Geschichte dieses Landes. Aber doch nicht einfach den Namen aus den Geschichtsbüchern tilgen. Wir müssen doch eine offene Gesellschaft bleiben, die sich Gedanken macht über ihre Geschichte. Wenn ich meine Geschichte nicht kenne, dann kann ich auch keine Entscheidung treffen, wo ich in der Zukunft hingehen will. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und da bringt es nichts, Begriffe wie Zigeuner, Mohrenkopf, Negerkuss meinetwegen noch aus dem Wortgebrauch, aus dem Sprachgebrauch zu vertilgen. Dann muss ich mich damit offensiv auseinandersetzen, was diese Begriffe bedeuten. Und nicht einfach sie wegschmeißen. Leute, dieses Land hat, weiß Gott, andere Sorgen, als sich über so einen Scheiß Gedanken zu machen. Und ich erwarte auch, dass die Politiker in diesem Land endlich mal auf den Hintern hochkriegen und handeln, bevor es zu spät ist. Denn mir wird es leid tun, wenn diese ganzen Landgasthöfe und mittelständischen Betriebe, die im Moment vor dem Ausstehen wegen Corona, wenn die alle den Jordan runtergehen. Leute, dann haben wir gerade in den ländlichen Bereichen ganz, ganz andere Probleme als Genderwahn und Zigeunersoße. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend.